Freunde, es ist wieder Ladies-Zeit bei mir, unser Head-Coach Mini Havenit, und blicken wir zunächst mal zurück, wie wir es immer tun, Spiel in Bonn. Ja, es hätte so schön sein können, wenn das Spiel so eine Halbzeit dauert, ne? Also ihr habt auch wieder hochgeführt und dann? Ja, dann haben wir uns das Leben selber schwer gemacht. Also wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, also vor allem abwehrmäßig. Ich glaube, da haben wir davor die zwei Spiele schon top gespielt, ja. Und jetzt die Halbzeit war sehr gut. Das Problem war, dass wir daraus einfach keinen Erfolg gezogen haben. Wir hätten mal mit 6, 7, 8 Toren führen müssen. Dann wird es halt in der zweiten Halbzeit einfacher. Aber ja, dann die Bonner haben, dann funktionierte alles bei denen, und bei uns funktionierte dann halt nicht mehr alles. Und haben dann noch, da muss man ein Lob aussprechen, uns immer wieder rangekämpft. Aber das war dann gegen die 3-1, ist das schon schwer und kräfteraubend. Das denke ich auch. Ihr habt, als könnte man drei Spiele, aber kann man da so ein Muster erkennen? Gegen Überow war es ja auch so 11-2 und dann kommt da so eine Phase, wo es nicht läuft. Jetzt kann man sich das natürlich auch einreden, dass das auch so weitergeht. Aber gibt es da Gründe aus Trainersicht, wo du sagst, Mensch, das und das, daran hat es gelegen? Also direkte Gründe würde ich jetzt da nicht rausziehen. Ich glaube, das ist halt so. Also ich glaube, wenn man halt, ich meine, wir haben selber gespielt. Ich glaube, wenn man mit 10 Toren führt, dann lässt die Konzentration halt so ein bisschen nach. Und wenn man dann halt auch vielleicht schon, vor allem gegenüber Ruhr, hat man 3 Pfostenschüsse oder sowas hintereinander, dann kann es dann auf einmal auch schnell gehen. Dann kommt der Kopf dazu. Aber ich glaube, wir haben einfach die Stärke gewonnen, auch vor allem letztes Jahr uns die Stärke geholt, dass wir solche Spiele dann halt auch einfach nochmal gewinnen können. Ne? Und dass wir uns da wirklich zusammenreißen können, das machen die gut. Also ich sehe lieber die Stärken als da die Schwachpunkte. Das ist auch gut so, weil häufig prügelt man ja immer auf den Schwachpunkten rum, anstatt die eigenen Stärken zu fokussieren. Jetzt haben wir das letzte Interview mit Chrissy und Sarah, hast du ja gesehen, haben gesagt, Spitzenspiel, bis dahin beide verlustpunktfrei, ich habe nochmal gespinkst. Königsdorf hat einen Riss beim Bergischen HC bekommen und dann zu Hause gegen St. Tönis verloren, mittlerweile 6-4, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, die Mannschaft, ne, ganz stark. Nein, absolut nicht. Also ich glaube, als Absteiger muss man zuerst mal auch in die Liga kennenlernen. Ist auch eine fast komplette neue Mannschaft. Sind deswegen ganz gut gestartet, sehr gut mit 6-0. Ich glaube, gegen BHC brauchen wir nicht reden. Das ist eine Mannschaft, die geht so durch die Liga, so wie es derzeit aussieht. Und dann verliert man halt auch mal ein Spiel gegen Tönis. Das ist eine gestandene Mannschaft in der Liga. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es am Wochenende läuft. Hast du denn schon Stärken der Gegner ausmachen können? Worauf kannst du dich einstellen? Schnelle Mannschaft mit guter Abwehr nach vorne, oder worauf können wir uns freuen? Genau, also die stellen eine gute Abwehr. Bis auf den BHC haben die wirklich immer eine sehr gute Abwehr gestellt. Tempo nach vorne, also die versuchen jeden Ball, den sie irgendwie nutzen können, auch mal, wenn der fünfmal ins Seitenaus geht, der Steilpass, die spielen den trotzdem und versuchen daraus ihre Stärke auszuspielen. Und vor dem Angriff haben sie zwei Hauptakteure, die machen das gut, viel 1-1, lassen den Ball gut laufen und dann die Geschwindigkeiten auf die Außen. Das machen sie schon nicht schlecht, das muss man schon sagen. Kann mir aber vorstellen, weil darauf kann man sich ja auch einstellen und ihr habt darauf trainiert und anstatt jetzt immer nur den Gegner, was habt ihr selber aktuell für eine Situation nach dem Spiel gegen Bonn? Seid ihr komplett personell? Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir sind komplett, nur Elkem Tor ist noch ein Fragezeichen, weil die derzeit krank ist. Müssen wir mal sehen, wie fit sie bis zum Wochenende wird. Und sonst, wir konzentrieren auf unsere Stärken. Also wir gehen wieder auf unsere Abwehr, das, was wir jetzt wirklich die letzten Wochen oder letzten eher Monate, ich meine, wir hatten eine Vorbereitung von halbes Jahr. Ja, gefühlt auf jeden Fall. Von daher gehen wir wieder auf unsere Abwehr und aus unserer Abwehr müssen wir halt dann wieder unsere Stärke ziehen, dass wir auch vielleicht nochmal das eine oder andere einfache Tor werfen. Und und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ihr habt junge Unterstützung, du hast es mitbekommen? Gehört, ja. Ja, es laufen die jungen Ladies ein, ne? Ja, sehr gerne. Also ich finde das immer klasse. Letztes Heimspiel ja auch schon. Jetzt auch wieder. Ich finde das wirklich super. Ich glaube, das ist eine tolle Sache für die Mädels vor allem. Unsere Ladies, für die ist das auch toll. Die haben da selber Spaß, wird auch schon drüber geredet. Also die freuen sich auch schon drauf. Deswegen
Top-Aktion wieder. Ja, ich kann berichten, die ganz jungen Ladies sind heiß wie Frittenfett. Die freuen sich da drauf, um natürlich danach auch die Mannschaft anzufeuern. Das sind die großen Vorbilder. Und das ist einfach wichtig, dann diese Nähe auch zu haben. Die trainieren ja auch schon zusammen. Also ich glaube, da tun wir gut daran, das fortzusetzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch gut, wie jetzt in der D-Jugend mit einer Alina Welt oder sowas. Andere Leute auch aus der zweiten Damenmannschaft trainieren. Und ich glaube, das ist einfach die Nähe, die wir brauchen. Die haben wir früher gehabt und die muss man einfach in so einem Verein weiterführen. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, denn nicht nur die ersten Ladies haben ein Topspiel, auch die zweiten Ladies um 15.30 Uhr. Ich möchte es gerne mit avisieren und ich verspreche euch, wir werden auch mit den Trainern, vielleicht jetzt nicht zum Wochenende, aber danach dann auch sprechen, dass wir mit Torben und mit dem Sven sprechen, weil die machen das auch ganz toll. Sie sind super gestartet, 10-0, Wahnsinn, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt einfach die Euphorie, wo sie gerade ein bisschen was drauf reiten und das machen sie wirklich gut. Also ich sehe die Trainingseinheiten dienstags, die Trainer machen das gut, die Mädels, es läuft halt einfach. Ne? Und von daher gehe ich jetzt auch am Wochenende, das wird eine klare Sache, das machen die Mädels schon. Hey, fantastisch. 15.30 Uhr kommt schon vorbei, das heißt, wir haben eine doppelte Einheit, 15.30 Uhr, unsere Ladies 2 gegen Nippes, danach spielen unsere Ladies 1 gegen Königsdorf und danach unsere zweite gegen MTV Köln. Also wir haben wieder einen HC-Tag. Kommt vorbei, das Räumchen ist geöffnet und wir freuen uns auf euren Besuch. Mini, ich sage Dankeschön, viel Erfolg und wir drücken die Daumen. Bis dann. Ciao.